Hallo und herzlich willkommen, liebe Crysis 2 Freunde, zu einem neuen Multiplayer-Gameplay von mir. Wie gesagt, das ist jetzt endlich mal der Standardmodus. Ich weiß immer noch nicht, wie die Karte heißt. Ich glaube, ich habe jetzt auch meine eigene Klasse, die sich aber von der Angriffsklasse, ich glaube, in keiner Weise unterscheidet, da ich immer noch das KH mit dem Rotpunktvisier benutze. Ja, mit dem Reflexvisier. Und der Score ist für mich am Ende ganz, für mich ganz positiv. Sonst erreiche ich diese nicht. Diese Map ist relativ klein und ich kenne sie schon, also kann ich hier ein bisschen was reißen. Für mich jedenfalls gesehen, ich bin ja eigentlich ein totaler Noob und eigentlich, naja, Shooter, ich bin, war früher mal ganz gut in Shootern, heute habe ich nicht mehr die Zeit, so viel zu zocken. Deswegen bin ich froh über jede positive KD. Ja, aber was will ich heute reden? Ich habe heute eine coole Doku gesehen auf Phoenix. Die heißt War Worldwide. Oder wie das heißt? Ich gucke nochmal nach. Worldwide War. Der geheime Kampf um die Daten. Ja, von ZDF Zoom. Und da ging es halt wieder um diesen Schnüffelstaat der NSA und ein bisschen um ja die Cyberkriegsführung von heute. Und ich muss sagen, mich schockt das nicht. Ich weiß das seit Jahren. Jeder, der sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, weiß, dass die Geheimdienste ständig versuchen, alles und jeden abzuhören. Das, was in solchen Dokus nie erwähnt wird, ist, dass das überhaupt nichts bringt. Und jetzt, ah, ein Kill. Aber ich habe den Gegner nicht gesehen. Der hat mich weggemacht. Ja, nochmal wieder zurück zu dieser Doku. Die gibt es auch auf YouTube. Gibt es einfach mal, gebt einfach mal Worldwide War ein. ZDF Zoom oder sowas. Dann findet ihr die Doku. Und mich schockt das nicht. Ja, ich weiß, dass sie es tun. Aber ich weiß auch, dass dieses, dass es effektive Gegenmittel dagegen gibt. Ja, wenn ich jetzt wirklich was Schlimmes vorhätte oder dann wüsste ich genau, was ich tun muss, um nicht von denen erfasst zu werden. Ja, man greift einfach auf Briefe zurück, man schreibt Nachrichten via Brief. Es gibt Postgeheimnis, kann keiner reingucken. Man lässt seine Handys zu Hause, dann gibt es keine Kommunikationsdaten, keine Standortdaten, keine GPS-Daten, nichts. So, fertig. Und als normaler Nutzer muss man sich gar nicht so fürchten, ja? Weil, wenn ihr überlegt, was das Internet an Daten erzeugt, wie sollen die amerikanischen Dienste diese Daten überhaupt auswerten? Ja, man kann sagen, es gibt solche Tools und sie funktionieren auch. Ja, richtig. Aber im Großen und Ganzen entstehen da viel zu viele Daten. Es fällt so viel durchs Netz und eure Daten sind eh nicht wichtig genug für die Jungs. Es sei denn, ihr kommt mal in eine verantwortliche Position, sagen wir mal, ihr seid IT-Chef bei einer Rüstungsfirma, dann seid ihr natürlich von Interesse oder ein CEO von einer Rüstungsfirma. Kaufmann, Verwegmann, ERDS oder sonst was. Dann wird der von Interesse sein. Aber dann kann man euch auch ganz anders schützen. Jetzt müssen wir zurück zum Gameplay. Nachdem ich meinen Tipp über die Doku losgelassen habe. Ich weiß immer noch nicht, wie diese Karte heißt. Und da wurde ich erschreckt von dem Gegner. Aber nicht vom Gegner, sondern von meinem eigenen Kumpel. Und hier renne ich eigentlich immer noch planlos die Gegend. Ich finde diese Karte recht schön. Wenn ihr wisst, wie sie heißt, dann schreibt es mal in die Comments. Weil ich bin ja noch ziemlich am Anfang. Ich glaube, ich bin jetzt Level 10 oder sowas. Und boah, das passiert mir relativ häufig. Ich kriege voll immer einen in die Schnauze, weil ich nicht schnell genug auf die V-Taste drücke zum Nahkampf. Ich bin das von Battlefield 3 nicht gewöhnt, dass es da so eine Nahkampf-Option gibt. Und hier ist das ganz einfach. Genau wie bei Call of Duty. Wenn ich Call of Duty Spiele kriege, kriege ich auch nicht so schnell das Messer geschissen. Ja, ich spiele Call of Duty und auch das hier relativ wenig. Also deswegen bringt das auch nicht viel. Und da werde ich erfasst und weggeratzt. Ja, man muss sehen, mein Aim ist auch noch relativ... Ich dachte erst, das käme von vorne, aber es kam ja von hinten. Ja, der hat ein ganz einfaches Spiel mit mir gehabt. Der hätte mich auch wegschlagen können mit seinem Gewehrkolben. Oder durch so einen Fußtritt in der Luft. Dann habe ich übrigens einmal hingekommen, dass ich einen in der Luft mit einem Fußtritt umgebracht habe. Da war ich ganz stolz. Aber mein KD in dem Verhältnis war, glaube ich, meine Kills to Deaths waren 6 Kills und 12 mal gestorben oder so. Also die Hälfte nur. Das läuft, wie man hier sehen kann, schon ein bisschen besser. Mein Aim wird hier auch ein bisschen besser. Es ist ja wie immer, wenn man was
bisschen länger spielt, dann läuft es ein bisschen. Ja, wie gesagt, was ich jetzt in nächster Zeit, worauf ich richtig Bock habe, ist die Battlefield Beta. Ja, ich habe mir jetzt einen neuen PC gebaut und ja, da freue ich mich drauf. Da ich ja auch Premium-Nutzer bin von Battlefield 3, habe ich ja auch Zugang zum Ding. Ich habe jetzt gelesen, 4. Oktober oder sowas, oder 1. Oktober, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ich mir mal das Ding ansehen und mal bewerten für mich, ob sich das Ding lohnt. Ich denke schon, die Macher von DICE machen mal ganz gut Games. Und wenn ich dann richtig Bock dazu habe, werde ich das erstmal richtig schön lange und entspannt zocken. Also wie gesagt, ich warte aber auch zum Beispiel noch mit dem Vorbestellen, bis die Preise so ein bisschen die endgültige Phase erlangt haben. Weil ich denke mal, das Game wird wieder um die 50 Euro kosten. Und ich bin gar nicht so bereit, 60 dafür zu bezahlen, da ich als PC-Spieler nicht einsehe, diesen Konsolenvorteil für EA extra zu bezahlen. Und da habe ich den Getarten erwischt und hinten macht er mich platt. Ja, das ist der Nachteil dieses kleinen Maps, aber wie gesagt, das gibt's ja bei Call of Duty zuhauf. Wobei ich Crysis im Moment ein bisschen cooler finde als Call of Duty. Kann auch sein, dass es ein bisschen langsamer ist und da mein Reflex noch ein bisschen besser angepasst ist. Weil Call of Duty werde ich immer nur weggebasht. Ja, ich armer, der weggebasht werde. Hier in der Regel auch, aber manche Gameplays, so wie dies hier, lassen sich ganz gut ansehen. Und ich erreiche auch einen Score, wo ich sagen kann, das reicht mir persönlich. Und hier sehe ich den Gegner. Schmeiße eine Granate. Natürlich keinen Treffer. Das mit den Granaten ist übrigens ein bisschen kacke, finde ich, bei Crysis. Dass man, wenn man die Granatentaste drückt, ich glaube G ist das, dann drückt die, dann hat man erst die Granate in der Hand und dann wirft man erst die Granate, was ich ein bisschen dämlich finde. Jetzt kommt ein schöner Moment. Ich schieße hier auf den, treffe den nicht. Ja. Und da, ach, da ist ein Getarnter. Dann schieße ich ihn wunderbar um. Normalerweise hätte der mich eigentlich locker mit einem Gewehrkolben oder so wegschlagen können. Weil in den ersten Spielen, kann ich mich daran erinnern, ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass da überhaupt getarnte Leute rumrennen und die haben mich einfach nur weggebasht. Und jetzt habe ich noch einen Assist. Ich glaube, jetzt gleich kriege ich erstmal noch voll einen ab. Energie ist niedrig. Enttarnen, da wollte ich N drücken. Da ist noch einer. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Ich glaube, der ist hinter mich, vor mich, keine Ahnung. Da ist er nicht. Ja, und stehe schön an der Ecke. Tarnfeld aktivieren. Da läuft einer. Boah, ganz im Magazin auf ihn weg. Und letzter Schuss, Sieg. Wenn euch das Gameplay gefallen hat, dann gebt den Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Über Kommentare freue ich mich auch immer. Dann sage ich tschüss, ciao, goodbye und auf Wiedersehen.